Sonic, the heart of your system. Also wir haben uns mittlerweile entschieden, auf die linke Seite packen wir Fox und den Fuchs, also die zwei Logos. Und auf die rechte Seite von der Platte packen wir die ganzen Herstellerlogos, also zum Beispiel mein Logo, Asus, EKWB und so weiter. Das heißt, wir machen jetzt zwei Platten. Die Platte habe ich schon eingelegt, 10 mm Acryl. Hier seht ihr schon die zwei Platten angedeutet. Also das ist die mittlere Platte, wo wir die Logos reingravieren. Und das ist die untere Platte. Hier in diese Nut kommt dann letztendlich der LED-Streifen. Und dann gibt es oben noch eine Abdeckplatte. Die habe ich hier gemacht. Da haben wir dann die zwei Löcher, wo Gewinde reinkommen für die Anschlüsse. So, wir haben jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, die wir holen müssen. Also einen RGB-Controller haben wir noch und EK-Flüssigkeit. Rot und Blau, wisst ihr ja schon, die holen wir jetzt mal noch eben aus dem Lager. Haben wir einmal EK Cryo Fuel Navy Blue und dann brauchen wir noch das Rote und das ist Scarlet Red. Hier haben wir noch zwei NZXT Hü Plus RGB Controller, Version 2, also Hü 2. Die nehmen wir vorsichtshalber mal mit, weil wir haben relativ viele RGB Streifen und ich bin mir nicht sicher, ob die Mainboard Header damit klarkommen werden. Deswegen packen wir die zur Sicherheit einfach mal ein, bevor wir die Mainboard RGB Anschlüsse überlasten. Und noch ein Hardtube Biegekit für die 16 mm Tubes. Hallo Jörg. Guten Tag. Komm mal wieder hier. Ja, ich gehe gleich wieder, keine Sorge. Nein, Glück. Endlich sind wir wieder zu Hause bei Roman. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Wir dachten so, ja, okay, wird mal wieder eine Sache von ein, zwei Stunden. Aber nein, der ganze Tag ist schon wieder rum. Aber die Platten sind endlich fertig. Ich zeige sie auch einmal. Also einmal das mit den Sponsoren. Und dazu noch meins. Die Platte ist auch gleichzeitig das Mittelstück, wo die Flüssigkeit durchgeführt wird. Und hier unten haben wir dann auch noch den Schlitz, wo wir die LED-Streifen einbauen, wo dann das Logo von unten beleuchtet wird. Dann haben wir hier noch eine 5 mm dicke Acrylplatte mit Schraubgewinde, die wir als Bodenplatte benutzen. Und zum Schluss haben wir noch eine 10 mm dicke Acrylplatte, die wir als Deckel verwenden. Und wir werden gleich hier überall die Schutzfolien abziehen und dann werden wir die Acrylplatten mal verkleben. Einmal kurzer Zwischenstand. Es ist mittlerweile wieder ein Tag mehr. Es dauert
wie üblich deutlich länger, als wir dachten. Wir haben jetzt den ersten Ausgleichsbehälter, Distroplate, wie auch immer man das bezeichnen möchte, fertig, soweit. Das Ergebnis ist nicht ganz so gut geworden, wie ich es mir gedacht hatte, weil das Problem ist einfach, dieser Kleber, den wir verwenden, um die Acrylplatten zu verkleben, der kriecht relativ stark zwischen die Platten und man sieht es jetzt zwischen den Platten hier. Ihr seht trotzdem, dass die Logos cool beleuchtet sind. Also wir haben hier unten einen LED-Streifen drin, der beleuchtet von unten die Gravur. Und hier läuft dann eben später das Wasser durch und ihr seht, ein bisschen Kleber ist reingelaufen. Dann müssen wir später im Tisch einfach mal schauen, wie stark man das sieht. Ob es dann immer noch so ja, ein bisschen störend ist oder nicht. Zur Not müssen wir es später irgendwann nochmal neu machen. Wir lassen es jetzt erstmal so. Wir machen jetzt den zweiten. Hier seht ihr, haben wir die, ja, die Bodenplatte mit dem Carbonmuster drauf. Und darauf haben wir schon dieses Mittelteil draufgeklebt. Ihr seht auch wieder diesen Kleber. Das ist auch der Grund, warum wir immer so Abdeckungen oben drüber machen. Also ähnlich wie bei dem Ausgleichsbehälter bei meinem PC. Das ist auch hier jetzt mit der Carbonfolie. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel an der Stelle, da ist der Kleber nicht ganz verbunden. Also das ist halt nicht komplett durchgehend. Das ist wirklich immer ein Problem. Obwohl der Kleber eigentlich sehr dünnflüssig ist, hat es hier nicht ganz gereicht. Das heißt, ich muss jetzt hier mit einer Spritze gleich nochmal ein bisschen Kleber einfüllen und dann einfach hier an die Kante, dann müsste der Kleber hier ein bisschen drunter kriechen und dann sollte das eigentlich passen. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt hier auch wieder dieser RGB-Streifen rein, also ein Cable Mod 60 cm RGB Addressable Streifen, kommt hier in diese Nut rein, kann ich dann hier von der Seite aus anschließen und dann kommt wieder diese Platte hier drüber, mit der wir letztendlich dann die Distroplate komplett schließen. Hier unten haben wir ja die zwei Gewinde für den Anschluss. Und dann sollte das Teil soweit fertig sein. Also wir müssen es auch wieder komplett verkleben. Wir haben jetzt beide verklebt und schon mal an die NZXT RGB-Steuerung angeschlossen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir die nicht irgendwann nochmal austauschen, da der Kleber halt sehr weit reingezogen ist auf beiden. Aber das werden wir dann sehen und gucken, wie es dann später am Tisch aussieht. Das war es jetzt auch für dieses Video und im nächsten Video zeigen wir euch dann, wie wir die Mainboard-Bundles montieren und da haben wir uns natürlich wieder was Cooles überlegt. Aber das seht ihr im nächsten Video. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie den Verstand verloren? Ich habe die Ärzte.